So, weg von dem Frosch. Und dann müssen wir anfangen, hier Mauern zu ziehen. Auf jeden Fall das nächste, was ich jetzt machen werde, bevor ich irgendwas anderes starte. Ich ziehe mir das mal Mauern. Das kann nicht sein, dass wir ja die ganze Zeit von den Fröschen attackiert werden. Irgendwo ist aber gut, ne? Natürlich müssen wir jetzt überall noch Lightning Roads aufstellen. Das ist ganz wichtig. Sonst, ups, das wollte ich jetzt nicht. Sonst brennt uns hier alles nieder. Dazu müsste ich mal schauen, ob ich denn überhaupt eine Lightning Road habe. Verschwinde. Habe ich Gold? Ich habe 3 Golds. Verschwinde. Boah, diese Frösche sind so nervig. Habe ich eventuell eine? Ja, habe ich. Okay, da haben wir schon mal einen besiegt. Wir machen uns dann hier auf. Und dann können wir mal hier auch mal ganz kurz... das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Können wir hier mal ganz kurz einen Baum fallen. Und da sehe ich auch schon Blumen. Dann tun wir gleich die Blumen pflücken. Dann tut uns das auch ein bisschen gut. Aufs Gemüt schlagen. Und da ist das Axt kaputt gegangen. Klack, 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 klack. Nehmen wir auch die Schaufel. Holen den Baumstumpf raus. Jedes Holz ist wichtig, meine Damen und Herren. Jedes Holz ist wichtig. So. Ich frage mich immer noch, warum der Schmetterling in zwei Hälften aufgeteilt wird und die eine dann einfach so liegen bleibt. Das ist ein bisschen strange, aber na gut. Ja, genau die meine ich. Genau diese Blitze meine ich. So. Klack. Oh, klack. Da kämpft gerade irgendwas miteinander. Ich gehe vorsichtig hin. Wow, der ist tot. Das hole ich mir später mal. Ja, deine Gloves appearen to Mirable kann ich dir aber gerade auch nicht. Oh, da ist der Blitz eingeschlagen, sehe ich gerade. Kann ich dir auch gerade ganz schlecht helfen mit deinen Gloves. Und ich will jetzt eigentlich, Moment, wir brauchen auf jeden Fall eine Lightning Road. Für sowas wie Blitze. Da brauchen wir immer nur einmal Marvin, habe ich nicht mehr. Super, habe ich nicht mehr, geil. Get out of my way! So, warte mal. Jetzt haben wir das hier weg und... Nein, nicht dein Ernst. Nee, nein, nein, nein. Ach komm schon, ist doch nicht dein Ernst. Ist es dein... Alter, ist doch nicht dein Ernst. Ohne Scheiß. Hallo, ich will sterben. Ach komm schon. Ich... Nee, ich bring mich jetzt um, das ist mir... So. Hallo? So. Das war mir jetzt zu blöd. Main Menu. Warum fängt eigentlich jede Aufnahme damit an, dass ich alles verkacke? Das, ich verstehe es nicht. Ich kann da nicht, ich kann da nicht so lange durchspielen, bis ich Tag 50 erreicht habe. Zumindest mein anderer Spielstand. So. Wir machen jetzt mal Round of the Giants aus. Wir machen die Welt groß. Land Branch ist, glaube ich, auch, dass viel Land da ist. Meist Land, Land Loop kann ich jetzt gar nicht sagen. Always, never. Ich weiß nicht, was Land Loop heißt. Long Summer, Long Winter, Long Buff, Short Buff. Ich bin ja für einen langen Sommer. Session Start im Sommer. Obwohl, ja, wir können... Wir können es eigentlich normal lassen mit dem Sommer und Winter. Das sollte jetzt kein Problem sein. Day. Long Day. Ja, das kann man auch lassen. Wenig Regen. Ohne Blitze möchte ich spielen, weil ich finde diese Blitzableiter mega sinnlos. Ja, kann man machen. Kann man so lassen. Nehme ich auch Default, kein Extra. Nehme ich auch Default, Default. More. More. Bloom, more. Ganz eindeutig, more.
Das ist alles nichts Besonderes. Da will ich auch nichts verändern. Auch hier ist nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir hauen mal die und die noch hoch. Dann spielen wir jetzt ja, der Rest kann eigentlich so bleiben. Jetzt probieren wir es mal mit den Einstellungen und hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ich kann es sonst nicht mehr. Ich drehe durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine einerseits versuche ich irgendwie mein Spiel hinzukriegen, was länger als 40 Tage dauert. Andererseits möchte ich dazu nicht zu viel cheaten. Ich könnte natürlich auch alle Monster ausmachen und dann überleben wir 40 Tage, aber... Übrigens, was ich mitbekommen habe, der Maxwell ist übrigens unser ist übrigens der Teufel. Das habe ich gelesen gehabt in einem Tipp, das wusste ich vorher nicht. Wir sind hier auf jeden Fall auf fruchtbarem Boden gelandet, so wie es aussieht. Auf sehr fruchtbarem Boden. Hier sprießt hier die Vegetation gerade so. Nein, du Dummer! Ah. Hör auf mein Zeug zu essen! Ich brauch das! Ich da! Nein, 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 nein! Ah. Sind aber auch schnell, ey. Am geilsten fände ich, wenn ich jetzt hier durchspringe und eine Bisonherde finde. Dann würde ich sofort hier auf diesem, also auf dieser Grünfläche anfangen zu weiden. Dann könnte ich zum Farmen von Manure immer hier durchspringen. Aber das wird nicht bei... Ja, genau. Das wird nicht passieren. Oder? Ich sehe da hinten eins. Ich habe nämlich den Vorteil von diesen Wurmlöchern erkannt. Man kann sich da nämlich zwei Basen einrichten. Das ist ziemlich geil. Aber hier ist, ja. Ein Schwein und ein Bison. Das sind die, die jetzt random generiert werden, weil ich auf Moor geklickt habe. Das ist nichts Besonderes. Kann man sich da zur Not nehmen, gönnen, aber muss nicht sein. So, dann machen wir uns mal schnell eine Spitzhacke. Dann switchen wir mal hier und holen uns die ersten Steine. Wir wollen ja auch schnell unser Lagerfeuer kriegen. Schrägstrich unsere erste Maschine. Dazu brauchen wir insgesamt 5 Gold. Wäre ich sehr dankbar, wenn wir das am ersten Tag zusammenkriegen, dass wir beide Maschinen uns leisten können. Das ist eigentlich so das Hauptziel momentan bei mir, dass ich am ersten Tag die beiden Maschinen hinkriege. Und vielleicht sogar noch das Lagerfeuer, dann bin ich ziemlich glücklich. Das Steinlagerfeuer meine ich natürlich. Dazu muss natürlich auch am ersten Tag erstmal eine geeignete Stelle finden. Wir hatten es ja zwischendurch, dass wir echt 9 Tage oder so rumgerannt sind und unser Zeug gesucht haben. Da ist es halt zu lang, da kann man sich überhaupt nicht vorbereiten auf den Winter. Man muss halt echt schnell die geeignete Stelle finden. Ja, du sollst das Zeug mitnehmen und nicht drüber rennen. I'm looking. Jetzt habe ich ein Ohrwurm von dem Lied. Ich glaub's nicht. So. Da wieder Randomness. Die Randomness kennt kein Ende. Der Random ist real. Wir haben 3. Reicht noch nicht. Wir brauchen 1 für die erste Science Machine und 2 für jede Diode. Wir brauchen 2 Dioden. Komm schon, gib mir 2. Ach komm, du geiziger. Schokoladebrocken, du Geizhals, ich... Für dich habe ich keine Worte! Ich kann einfach nicht in Worte passen. I'm looking for days. So, warte mal. Schön den ganzen Mist aufsammeln hier, 24 Steinhammer. 40 würde ich auch gerne vollkriegen, das ist immer so eine schöne Zahl. Denkt man sich, das ist auch so krass.
Du sammelst hier Ewigkeiten, damit du 14 Steine kriegst. Und dann brauchst du 5 Sekunden, dann ist es alle. Hat mir da eigentlich langsamer eingestellt? Nee, ich glaube nicht, gell? Wir könnten die erste Science-Maschine jetzt bauen. Natürlich habe ich noch keine geeignete Stelle gefunden dafür. Nahrung habe ich mir mal ein bisschen mitgenommen aus dem Biom. Ich hätte vielleicht ein bisschen länger da bleiben sollen. Ich habe jetzt einfach... Und dann mit dem Ding, da können wir uns auch die zweite Science-Maschine bauen. Sehr schön. Natürlich, wenn die Spitzhacke durchhält. Ich würde auch gerne wirklich... Was ich wirklich mal gerne machen würde, ist... Na, wie heißt? Magie, schwarze Magie würde ich gerne mal anwenden. Bin ich noch nie dazu gekommen, weil den ersten Winter musst du dich ja wirklich darauf vorbereiten. Du musst den ersten Winter überleben und dann finde ich, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, nach dem ersten Winter kannst du dann langsam anfangen, dich richtig auszubauen und Magie zu üben und so einen Spaß. Dann hast du so, wenn du so viel hast, dass du den Winter überleben kannst komplett, dann hast du auf jeden Fall für den Sommer mehr als genug. Würde ich jetzt behaupten. So, erst Tag ausnutzen, bis ins Detail, alles aufsammeln, was nicht diese nagelfest ist. Wir können nur das machen. Oh lol. Ich habe kein Zeug gesammelt. Das ist natürlich uncool jetzt. Ich hau mal den Baum hier runter und dann guck ich mal, ob ich noch was finde vielleicht. Wir haben kein Grass gesammelt. I'm looking for Gras. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Gras ist nicht gesund für euch. Natürlich das auf der Wiese. So. Böse Blume. Und Gras. Ich brauch gleich ein Feuer, sonst sterbe ich. Schade, ich habe gedacht, ich krieg's vielleicht noch zusammen, aber anscheinend nicht. Dann muss ich halt ein Steinfeuer aufstellen. La 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 la. Ach, die ewige Blume ist ja noch hier. Die soll ich vielleicht mal pflücken und essen, sonst würde mir hier mein Gesundheitszustand permanent verschlechtern. Also das so aufheben. So. Wie viele Blümchen haben wir denn? 9, ne? Das heißt, ab morgen werden wir wahrscheinlich, also wenn der Tag jetzt anfängt, werden wir wahrscheinlich eine wunderschöne Blumenlampe haben. Blumenlaterne, Girlande, wie auch immer man das nennen möchte. Schade, dass ich auch keinen Razor habe, sonst würde ich mir jetzt dieses Bison da raisen. Der Cross Razor, wie man nicht nennt hier. Yeah. Da haben wir noch Tag und Nacht effizient genutzt, würde ich sagen. Okay, Moment. So, da, hier. Und dann den Spaß da drüben noch. Und weiter geht's. Wir hätten unser Essen vielleicht kochen sollen, aber noch einen Tag halt mal durch, das ist kein Problem. Da hat es gerade gelackt. Okay, dann nehmen wir uns den hier noch. Weil mich noch etwas verschnieft anhören sollte, es tut mir leid, ich bin jetzt gerade krank gewesen. Zum Glück hatte ich so viele Aufnahmen, dass es mich nicht interessiert hat. In dem Moment. Da kann man auch schon froh sein. So, 33 Steine haben wir. Okay, dann können wir noch ein bisschen sammeln. So, müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier irgendwas finden, wo wir uns niederlassen können. 6 Gold, das reicht auf jeden Fall für beide Science-Machines. Das ist ziemlich gut.
Jetzt brauchen wir echt, wir haben auch genug Steine für alles, was wir brauchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt nur noch einen Lagerplatz, dann können wir uns schon mal gut einrichten. Und anfangen, Zeug in unser Lager zu schaffen. Vielleicht sollte man noch sollte ich mir noch überlegen, dass ich die einzelnen Dinge mit Mauern abtrenne, mit Steinmauern. Dass nichts abbrennen kann. Also nicht alles auf einmal. Wie gerade eben das passiert ist, wo ich dann aus lauter Unvorsicht, natürlich war das eine Unvorsicht, nicht irgendwie Absicht oder so, gestorben bin. So, kommen wir mal den hier noch mit. Wenn wir einmal dabei sind, Gold brauchen wir sowieso immer eher, können wir noch die Gold, die Goldwerkzeuge machen. I'm looking for days. Oh, was war das denn jetzt von mir? Das wollte ich doch gar nicht. Ah, am liebsten wäre mir so eine Wiese, so eine schöne grüne Wiese. Nein, nicht. Wo bin ich überhaupt? Hier war ich noch nicht, okay. Ich habe echt ein bisschen verschnupft da, das ist gar nicht gut eigentlich. Hier wieder ein Random Schwein. Die allgemein bekannten Random Schweine. Den ist alles so random. So. Hier sind Hasen. Evil Flower. Ne, hier mit habe ich noch nicht so viel. Auch das da. Das sind alles diese hässlichen Biome. Ich finde diesen Biom so hässlich hier. Hier wieder ein Schwein und ein Dings. Ja, hier ist schon mal eins. Das könnte ein Anzeichen für eine Herde sein. Herde? Herde. Ja, außer Anzeichen sehe ich aber nicht viel. So, dann basteln wir uns mal hier ein. Whee! It's getting late. Ach man, warum ist hier keine Herde? Das wäre so eine geile Stelle. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich bin erschüttert. Ja, es ist so die geile Stelle hier, so dieses schöne Grünland, wo du was bauen könntest. Und zwischendurch eigentlich die Savannen, wo Herden sind, aber hier sind keine Herden. Warum sind hier keine Herden? Kann doch nicht sein. Es muss hier doch eine Herde sein. Komm schon. Eine Herde. Müssen nur drei Tiere so sein. Dann bleibe ich hier. Nur drei Tiere. Aber nichts. Oh, zwei Tiere. Weißt du was? Ich bleibe jetzt hier. So. Juckt mich ein feuchten Bärenbusch, wie man hier so sagt. Eigentlich nicht, aber so, ich sag das jetzt so. Okay. Dann schlage ich jetzt genau hier mein Lager auf. Klack. Und dann kommt die erste Science Machine. Die kommt nämlich hier hoch.
Und dann basteln wir und 1, 2, 1 Stack, dann tun wir den Speicher herlegen mal ganz kurz. Und dann können wir uns hier bauen. Moment, wo ist er? Nee, keine Lightning Rod. Ich will mir... Hä? Ach, das ist ja anders jetzt geregelt. Ach so. Weil wenn ich ja Rod of the Age spielen, ist es jetzt anders geregelt. Na dann. Den habe ich aber echt nicht. Schade eigentlich. Dann halt nicht. Dann brate ich mir erstmal jetzt mein Zeug hier ab. Bevor wir Hungertod erleiden. La 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 la, so. La 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 la. La 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 la. So, können wir den ganzen Spaß hier mal mitnehmen wieder. Nochmal geht nicht. Da fehlt noch ein Brett, das heißt, uns fehlt noch 3 Holz. Drei Holz, gehen wir noch zusammen, oder? Ja, da oben sehe ich 3 Holz. Oh, wie viel Holz ich hier sehe. Sehr schön. Huch, ist saved. Lal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 a. Auf, was ist keine Baummonster entstehen. Immer auch schön nachpflanzen. Moment, ich gehe schon auch gleich los mit nachpflanzen. So. Sobald mal ein bisschen mehr nach hier verlegen, ist glaube ich eine bessere Idee. Lalalalalalala. Da Vogel kann man mir aus die Körner da jetzt fressen. Ich hätte es eh nicht mehr erreicht. So. Ah, lässt du sogar liegen, na super, nehme ich mit. Gönn ich mir. So, dann machen wir mal noch einmal Bretter. Und dann bauen wir den Alchemie-Schisch genau neben den hier. Dann müssen wir nicht immer so weit laufen und haben beides gleichzeitig nebeneinander. Jetzt baue ich mir auf jeden Fall hier gleich mal die erste Farm hin. Die kommt nämlich gleich hier rüber, ein bisschen weg von dem anderen Zeug. Und guck mal, ob ich den Rest hier noch bauen kann. Kann ich mir denn? Ich kann mir noch die andere bauen. Na super. So, blend. Dann kann ich mir noch bauen eine Schaufel, oder? Genau. Die nutze ich auch gleich mal. Boden weg. So, und klack, raus damit. Klack, raus damit. Ich habe übrigens eine neue Tastatur. Die Rocket Isoc habe ich jetzt. Einfach so habe ich jetzt einfach so. Weil ich, Bland. Hallo, Bland. So. Weil ich mal Kaffee über meine andere geschüttet hatte. Das war sehr intelligent von mir, aber ja, leider habe ich es gemacht. Ist halt so. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz erinnern. Das geht jetzt gar nicht.